Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich habe mich gestern ein bisschen gequält und Skillungen herausgesucht, alles mögliche. Habe jetzt mal diese Akrobatik reingenommen, aber ich verstehe den Sinn nicht so ganz. Es ist nur 25% weniger Schaden, dafür mache ich viel weniger Damage. Naja, aber es wurde mir empfohlen. Es wurde mir aufgezwungen, als ich gefragt habe. So ist es in Form und überall. Und jetzt auch, man muss unbedingt diesen Skill haben, sonst ist man ja nicht geschützt und so. Aber wenn man die Gegner auch schneller killt, bekommt man auch 25% weniger Damage. Also bringt es das eigentlich nur Mana Fristens. So, aber tja. Und eben dieses Level gemacht, jetzt bin ich 37 und oh, das geht langsam extrem lange. Ich habe eine Quest gemacht, wurde mir auch empfohlen, 400, fast 500 große Steingolems töten. Und ich bin nicht weiter gekommen als mit 2 oder 3 Reisquests. Und die, Dingquests da, die Botenquests sind in 5 Minuten erledigt und dieses Abkloppen ist nicht mal in 2 Stunden erledigt und es kommt auf die gleiche Erfahrung drauf an. Also etwas ist ein bisschen komisch bei den Leuten. Ich meine wirklich, man killt Level mehr, wenn man killt Monster, gibt viel zu viel weniger Erfahrung und die Quests sind viel zu lang. Diese Killquests sind extrem lang. Aber ja, ich verstehe es nicht. Dann muss er mir das ganz genau erklären, was denn daran gut soll, sein soll. Ja. Also, sagen wir jetzt mal so: 400 Steingolems bringen 22.000 ein. Und dreimal hin und her reisen bringen auch 22.000 ein. Jetzt machen wir doch lieber diese 6 Runden als das Ding an. Okay, natürlich geben die Gegner natürlich auch noch die Form, das habe ich ja gesagt. Aber das Problem ist, wenn es so lange geht, hat man mit den Ice Quests extrem viel mehr erreicht als Ding, oder? Man levelt ja sowieso nur nebenbei, man macht ja nicht immer Ice Quests. Aber das bringt nichts, solche Riesenquests anzunehmen und dabei nicht irgendwelche anderen Mobs, die bessere Sachen einbringen, zu besiegen. Mehr Erfahrung geben, so das orange Gegner oder gelbe Gegner. Ja, ich verstehe es nicht. Das verstehe ich nicht, wieso alle im Form das Spiel kaputt machen müssen. Ist klar, dass niemand mehr im Forum postet, der was Gutes will oder so. Weil wer wird ja sowieso gehatet, wenn er mal etwas Gutes sagt. Tja, das Forum ist ja eigentlich da, um Spieler zu helfen oder Kommunikation aufzubauen, oder? Aber das muss nicht sein. Form muss doch geframed werden. Zum Beispiel eine sagt die ganze Zeit, geh dich erhängen, geh dich erhängen. Wow, ist das irgendwie hilfreich? Nein, das ist ja sowieso nicht geschehen. Also ist das 100% sinnlos. Und ja, das erste Magnet gefunden. Also das sind 2 jetzt wegen dem Booster. Recht spendabel. Wir könnten eigentlich mal auf den Barbar wechseln und ein bisschen Items suchen. Ich habe diese Sudan-Hose, also Hosen aus Sudan gefunden. Und die sind leider von Ritter. Die sind noch recht gut. Widerstand gegen
Aufschlitzschaden plus 1%, Leistungschance plus 2%. Was wird jetzt hier schon wieder? Nach Afghanistan und verrecken, du Zicke. Also manchmal da denke ich echt, Rechnung wird nur noch benutzt, um zu flamen. Die ganze Zeit. Schon. Wenn man jemand etwas nervt, also ab da direkt anfangen zu flamen. Das geht ja mal gar nicht. Also. Das ist genau wie dieser Ding, wo da dieser Skywalker involviert war. Er hat nur einen kleinen Fehler gemacht und schon muss Skywalker ein bisschen anfangen zu schimpfen. Ja, okay, aber dann kam ja er und musste gegen schimpfen. Natürlich ist er dann ausgerastet, Skywalker. Kann ich auch verstehen, aber eben. Es artet immer sofort im Riesenstreit aus. Wir haben 10 Magneten gefunden. Cool. Keulo. Das laggt. Wieso laggt das wieder? Weil Fraps wieder nicht in Ordnung aufnehmen kann. Ich mag das nicht. Ohne Fraps habe ich 48 FPS. Mit Fraps habe ich 20 FPS. Da macht das Spiel also mehr Leistung weg als. Also Fraps macht am meisten Leistung weg. Mehr Leistung weg als. Ding. Rechnung selbst. Also irgendwie verstehe ich das. Fraps, du bist böse. Ja, 2 FPS gehabt. So, ich nehme mal den Tragmaster zuerst und tue die Magneten, die er hat, mal rüber. Oder einfach mal rein. Weil der andere Charakter ist ja jetzt mit in der Wiese. Im Kaff, der Kaffer. Der Gaffer. So, ab. Laden. Rechnung, du wirst immer langsamer. Ja. So. Du hast doch irgendwie hier. Das ist so geile Sachen, die ich nicht tauschen kann. 21. Mal schauen, wie viele Sachen ich tauschen kann. Also diese Tränke brauche ich ja nicht. Lager. Doch, das ist das okay. So, ich will jetzt wählen, was Loot auf ist. Kann nicht, das kann auch nicht. Oh Mann. Das ist so etwas Blödes. Amulette Ausstrahlung, Amulette Verfassung. Trefferschance, also Chance. Ja, so, jetzt zum Bachar. Komm, also was das so immer so lange brauchen muss, das ist auch ein bisschen. Blöd.
zuerst Items bei den niedrigeren Gegnern. Oh, ich bin beim Krater. Wie viel habe ich denn? Ein Stück, das bringt es jetzt also wirklich nicht. Diese Edelsteine kann ich dann abgeben.